Ja, hallo, spreche ich mit Herr Lippenstift? Ja, Herr Lippenstift, ja, zusammen ab. Sehr schön. Mein Name ist Timo Sommer, ich rufe von einer Handelsplattform an. Mhm. Sie haben bei uns registriert. Ist das noch aktuell für Sie? Wann habe ich mich denn registriert? Ich weiß nicht, weil ich habe nur Ihre Daten in meinem System. Kann ich mich nicht dran erinnern. Wie bitte? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ach so, vielleicht jemand hat Ihre Daten bei uns eingestellt. Ach so, also nichts mit Datenschutz und so, da passen Sie denn nicht auf. Okay, also wir sind eine Handelsplattform, wir handeln mit Aktien und mit Rohstoffen. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr habt schon gehört. Wir haben hier wieder so einen ganz tollen Finanzklops an der Telefonleitung, den überhaupt nicht interessiert, ob man sich hier selber registriert hat auf dieser Webseite oder ob es irgendjemand anderes war. Interessant ist hier, dass der es schon gleich selber sagt, dass es auch andere Menschen machen könnten für einen selbst. Also nichts, was mit Datenschutz in irgendeiner Beziehung stehen würde. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir es wieder für einen tollen Finanzhaini wie hier an der Telefonleitung zu tun haben. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Was ist das? Aktien, haben Sie über Aktien gehört? Nee, aber Aktien. Ich mag Pommes. Wie bitte? Ich mag Pommes. Pommes? Ja. Was ist das? Pommes. Pommes? Angekohlte Kartoffel. So. Ja. Also wir haben heute eine Möglichkeit für neue Kunden. Mhm. Sie können mit 100 Euro anfangen, dann kriegen Sie 25% als Bonus von unserem Unternehmen. Mhm. Dann können Sie bis 3 Euro am Tag verdienen. Das ist richtig, ja. Ja. Aber mache ich da immer die Beine breite, habe ich da Fülle mehr Kohle. Wie bitte? Ich sage, da mache ich immer die Beine breite, habe ich mehr Kohle. Ja, wenn Sie mehr verdienen wollen, dann müssen Sie natürlich mehr investieren. Verarbeitete Investierung. Ja, aber das ist zu wenig mit 3 Euro. Ja, genau, aber 100 Euro ist auch nicht Geld, vieles Geld. Nee. Ja, genau. Also, haben Sie schon einmal gehandelt? Nee, ja. Ja, jeden Tag. Jeden Tag, oh. Mhm. Super, wo genau? Bei mir zu Hause. Zu Hause? Welche Plattform? Was? An welche Plattform? Meine Plattform. Nee, an welche Plattform handeln Sie? Ich könnte die Plattform auch für sich nennen, aber... An welche Plattform handeln Sie? Was? Ich frage, haben Sie schon einmal gehandelt? Naja, mache ich doch immer, wenn hier die Stricher kommen und dann muss ich mit denen handeln. Nennt man Menschen Handel. Wissen Sie, was Handel ist? Ja, man tauscht Ware. Ja, super. Ja. Dann sagen Sie bitte, wo genau haben Sie gehandelt? Na, bei mir zu Hause. Ich habe meinen Arsch zur Verfügung gestellt und habe dafür dann 52,90 Euro bekommen. Ach so, das ist super. Ja. Tja, also, dass das jetzt hier kein seriöses Telefongespräch mehr werden kann, ich glaube, das steht außer Frage. Nur, was will der jetzt noch an der Telefonleitung? Ich meine, das Gespräch hier ist tatsächlich noch eine ganze Zeit lang nicht zu Ende. Der bleibt hier eisern weiter in der Leitung. Also, Herr Lippenstift, ich kann kurz über unsere Firma erzählen. So, wir sind ein offizielles Unternehmen. Wir heißen Investreis. Investreis. Wir sind schon seit über... Investreis. Kein Österreich. Investreis. Was ist das? Das ist unsere Firma. Aha. Unser Unternehmen. Hm. Also wir sind schon seit über 17 Jahren auf dem Markt und wir handeln, wir investieren mit unseren Kunden. Mhm. Also Sie können mit Rohstoffen, mit Aktien, mit Krypto, mit uns handeln. Mhm. So, wir haben, also ich habe schon gesagt, dass wir haben heute eine gute Aktion für neue Kunden. Sie können mit 100 Euro anfangen,
Dann können Sie bis 3 Euro am Tag verdienen. Das ist zu wenig. Ja, dann müssen Sie mehr investieren, wenn Sie mehr verdienen ich wollen. Sie müssen 52,90 Euro haben. Also mindestens, Leute investieren 250 Euro, dann kriegen Sie 50% Bonus. Und wie viel Euro gibt man denn da monatlich oder so? Bis 10 Euro, bis 10 Euro. Und dann ist mir das zu wenig. Ja, dann müssen Sie natürlich mehr investieren, das ist Arbeit, eine Investierung. Ja, aber ich möchte wenigstens 52,90 Euro haben am Tag. Wenn Sie viel verdienen wollen, dann müssen Sie natürlich mehr investieren. Ja, dann machen wir das so. Tja, also ich verstehe wirklich nicht, ob der mich jetzt hier nicht versteht oder wo jetzt hier das Problem wieder liegt in der ganzen Geschichte, dass der jetzt hier tatsächlich noch weitermacht und denkt, dass er hier bei uns ein fettes Geschäft machen kann. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber dass das hier kein seriöses Unternehmen sein kann, das spricht hier wieder für sich. Ja, okay. Also einen Moment. Ich kann Sie... 52,90 Euro rauskommen. Wie bitte? 52,90. 52? 90. Wollen Sie mit 250 anfangen oder was? Nee, 52,90 soll da am Tag bei überbleiben. Entschuldigung, Problem in der Verbindung. Können Sie bitte noch einmal sagen? 52,90 soll da am Tag überbleiben. Okay. Ja. So, dann müssen Sie... Einen Moment bitte. Tja, nun ist er schon wieder komplett überfordert. Also, man bekommt Fragen gestellt, wie viel man da eigentlich verdienen will. Und ich sage ihm, ich will da die 52,90 da am Tag haben. Und er begreift's nicht. Tja, jetzt muss er hier wahrscheinlich wieder irgendjemanden aus dem Hintergrund fragen, was er denn jetzt hierauf antworten soll. Tja, also die sitzen ja da grundsätzlich nie alleine an der Telefonleitung, was auch nicht legal ist. Da hören meistens, oder ziemlich oft zumindest, einfach noch irgendwelche anderen Mitarbeiter aus den Callcentern zu und belauschen eure Gespräche. Dann müssen Sie mindestens 1000 Euro investieren und für 250 Euro, wenn Sie 250 Euro verdienen wollen. Also 52 Euro am Tag sind dann 1000 Euro. Am Tag? Nee. Am Tag müssen Sie, ich weiß nicht, vielleicht 10.000 investieren. Mhm. Also ich dachte, der ist dazu da, um mich irgendwie zu beraten. Der stellt ja Fragen, was man da so haben will, dann antwortet man und dann weiß er nicht die Antwort oder wie. Also irgendwie finde ich es selber total verwirrend, was der jetzt hier schon wieder am Telefon lostritt. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Also jetzt muss ich da 10.000 Euro für investieren, um das Geld da rauszubekommen. Also es ist irgendwie fadenscheinig alles, was die da labern. Tja, aber dabei geht es ja eigentlich nur darum, dass die sich das Geld selbst in die Tasche stecken wollen. Ihr handelt ja da nirgendwo. Also könntet ihr es sich doch jetzt hier einfach einfacher machen und einfach irgendein Dünnsches erzählen, Hauptsache man zahlt da ein. Ja, aber irgendwie sind die alle mit ihrem eigenen Job da anscheinend komplett überfordert. Ja, gibt's aber irgendwie einen Rabatt? Wie bitte, Rabatt? Mhm. Nee, haben wir nicht, aber wir haben noch einen Bonus für neue Kunden. Wenn Sie 100 Euro investieren, dann kriegen Sie 25% Bonus. Wenn Sie 250 investieren, dann kriegen Sie 50% Bonus. Aber diese Aktion arbeitet nur heute. Ja, dann müssen wir so machen, dass da 52,90 Euro jeden Tag rauskommen. Wie bitte? 52,90 Euro sollen da am Tag bei rauskommen. Ich weiß nicht. Also wir können jetzt so machen. Herr Lippenstift, einen ja. Moment bitte. Herr Lippenstift, Sie können mit 100 Euro oder 250 Euro anfangen, dann in ein paar Wochen, Sie können eine Entscheidung für Sie machen, ob Sie Geld zurücknehmen wollen oder weiter mit uns arbeiten. Aber ich werde 52,90 Euro am Tag haben. So machen wir das. Dann müssen Sie minimal 5.000 investieren. Das geht ja, dann machen wir das so.
Wo soll ich das Geld schön überweisen? Wollen Sie 5.000 investieren? Ich habe die Zahlen nicht verstanden, aber passt schon. Entschuldigung? Ja. Was haben Sie gesagt? Passt. Passt? Ja. Was meinen Sie? Wackelt und hat Luft. Ich höre gar nichts. Nee. Bisschen lauter stellen? Wie bitte? Lauter machen? Ja, ja. Müssen Sie da mal am Schreibchen drehen, dann wird es lauter. Können Sie bitte lauter sagen? Lauter! Ja, okay, okay. Jetzt höre ich. Ja. Schön, einen Moment, Herr Lippenstift. Lilly.lippenstift@mdccfund.de. Ist das richtig in meiner Adresse? Ja. Okay, ich kann Sie jetzt einen Link schicken. Da, einen Moment bitte. Und wie sieht's aus im Schneckenhaus? Wie bitte? Wie sieht's aus im Schneckenhaus? Nee, ich bin in einem Büro. Ja, oder so. Also ich habe Sie einen Link geschickt, zwei Linken geschickt. Also erstes ist unsere offizielle Webseite. Ja. Und die zweite ist auch unsere Seite, aber dann, aber nur mit dieser Seite, Sie können eine Einzahlung machen. Ist aber noch nicht da. Vielleicht bei Spam. Spam? Nö. Können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren? Die ganze? Ja. Nee. Ja, warum nicht? Weil ich nicht buchstabieren kann. Sie können nicht buchstabieren? Nee, ich habe einen Buchstabierungsfehler, der ist angeboren. Ah, ach so. Nein, Sie können auf meiner E-Mail-Adresse schreiben. Ich kann buchstabieren Sie. Moment, dann muss ich mal hier irgendwo auf Schreiben drücken. So, ich hab. Also, Timo? Also, ein T wie Timo. Ja. T. Timo. Und dann? Punkt. Also, ein T wie Timo und dann Punkt. Ja, Timo. Also, zwei T oder drei T. Also ein TTT Punkt? Nee. Nee. Timo. Also Timo. T-I-M-O. Also Timo. Nee. Ganz einfach. Timo. Punkt. Sommer. Na, also T Punkt S. Das haben wir gerade gesagt, wir wollen es buchstabieren, oder nicht? Ja, T I. Moment, also ein T wie Timo, dann ein ja. I. Invest. Ah ja, Tja, da kommen wieder die wunderbaren Buchstabierungskünste von dem netten Herrn zum Vorschein. Es ist schon interessant. Die können nicht mal im Ansatz unsere Sprache vernünftig, obwohl der sich ja jetzt ja eigentlich ziemlich flüssig anhört, aber der verscheint uns ja nicht so richtig zu verstehen. Ich weiß auch nicht warum. Dadurch, dass ich ja direkt in der Telefonleitung aufzeichne, ist das eigentlich nicht möglich. Ich gehe mal davon aus, dass er einfach nur unsere Sprache wieder nicht so richtig versteht und deswegen denkt er sich ja jedes Mal aus, als hätte er uns nicht verstanden oder nicht richtig gehört. Anders kann ich mir das hier bei diesem netten Herrn nicht vorstellen. Weil wie gesagt, ich zeichne mitten in der Leitung auf, also serverseitig. Das heißt, mein Signal ist schon rausgegangen. Komisch, wo der da irgendwelche Störgeräusche hört und jedes Mal nicht so richtig versteht. Seine Buchstabierkünste sind hier definitiv auch wieder die allerbesten, die man sich vorstellen kann. Er will buchstabieren und nennt dann einfach gleich die ganzen Worte. Tja, schon irgendwie interessant. Ich verstehe es einfach nicht. Für mich ist es absolut unbegreiflich, wie die so arbeiten können, was sie da für Menschen hinsetzen, die einem erzählen, sie wollen jetzt buchstabieren und dann tun sie es nicht. Also, es ist immer wieder das Gleiche mit den netten Herrschaften hier. Dann M. Ein M. B. Mati. K.
kein B, kein B. Timo. T-I-M-O. Ein. Was kommt als letztes? Oh. Ein H. Ein O. Ach, ein O. Dann sagen Sie doch O wie Osterhase, dann hätte ich es doch gehört. Na, ein Punkt? Ja, also ein P. Nee, ein Punkt. Ach, das Symbol, ja, habe ich. Dann S. Ein S wie Fatih, oder? Wie Sommer, wie Sommer. Ach so, ja, habe ich. Dann O. Ein O. O, 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 O. Also ganz viele O's, oder wie jetzt? Eine O, eine O. Eins. M, M. Was ist das jetzt für ein Buchstabe? M, Mensch, Mensch. Also zwei. Oder zwei M, ja, genau, ja, genau. Ja. Dann E. Also, dass der jetzt hier überhaupt keine Lust mehr hat, so richtig mit uns irgendwas zu machen, das hört man jetzt hier schon raus. Aber auch interessant ist, dass er hier die Fehler, die ich jetzt hier quasi mit einbaue, tatsächlich so einfach übernimmt. Da braucht man sich am Ende dann auch nicht wundern, wenn die Webseite nicht aufgeht. Tja, also irgendwie sind die Betrüger meistens selbst daran schuld, wenn sie keinen Erfolg haben. Na, aber von mir gibt's da definitiv kein Mitleid. Denn es ist schon ganz gut, dass die da solche Gedankenklopse ans Telefon setzen, die irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Da kann man nur hoffen, dass die nicht so viele Menschen bescheißen. Doch leider ist das Gegenteil tatsächlich der Fall. Es werden ziemlich viele Menschen am Telefon beschissen. Ich weiß nicht, ob die auf genau solche Leute hier hereinfallen oder tatsächlich da mal ein intelligenter Betrüger angerufen hat, aber es gibt auch die intelligenten Betrüger. Das ist nicht nur das, was wir jetzt hier auf dem Kanal immer wieder hören, dass man solche Klopse hier dran hat, die eigentlich nichts hinbekommen. Es gibt auch die sehr intelligenten Betrüger, auch im Trading-Sektor und nicht nur da. Gerade so, was so Zeitschriften angeht. Da diese jetzt nicht mehr so extrem vertreten sind wie früher oder auch Reisen, Gutscheine, was man da so alles gewinnen kann, irgendein Lotto-Blödsinn, weil das gar nicht mehr so extrem oft vorkommt. Aber die Menschen sich schon im Internet bei so einem Blödsinn da registrieren. Naja, dann kann es schon sein, dass solche Maschen dann tatsächlich wieder erfolgreicher sind. Diese Maschen, die gar nichts mehr so auf dem Bildschirm von den Leuten sind. Die das einfach nicht mehr auf dem Tacho stehen haben, dass solche Leute anrufen können. Das ist schon Wahnsinn. Die Statistiken sagen auf jeden Fall, dass da gruselige Summen an Geld überwiesen werden an solche Unternehmen. Es ist wirklich ganz, ganz traurig, dass die Menschen hier auf sowas reinfallen. Also ein E wie Erektionsprobleme. Haben Sie Probleme mit E? Nö, aber weiß ich nicht, Sie? Wie bitte? Was denn? Also Timo.Sommer, Ed? Nee, ich habe jetzt Timo.Sommer, aber... Dann Ed? Also nur, also jetzt Timo.Sommer und dann Ed. Ja. Ja. Invest? Also ein E wie... Ein I, ja, genau. Ein E wie Ingelore. Genau. Und dann? Wie ich. Dann N? Ein M wie Mutti. N. Ein N, wie Norbert. Ja, ja. Dann V. Ein V wie... Das gibt, es gibt nur eine V. Ja. Dann E, noch ein E. Also ein E wie Erektionsstörung. Ja, genau. Und dann? Dann S. Ein F wie Vater. Ein S. Wie ein Schmeck. Ach, wie eine Schmodderfitze. Ja, hab ich. Und dann? Dann P. Also, was jetzt? Zweimal? Einmal. Einmal. Ein T wie... Wie Timo, ja. Wie Timo. Oder so.
So, dann? Dann R. Ein R? Ja. Also es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie der hier wieder versucht, irgendwie dann doch noch an ein bisschen Geld zu kommen. Mühe gibt er sich jetzt hier schon lange nicht mehr. Man hört es ja schon, er fängt ja auch selber schon an zu lachen am Telefon. Weiß ich nicht, ob er jetzt hier tatsächlich vielleicht schon so langsam begreift, wen er da so an der Telefonleitung hat und dass er hier nichts mehr verkaufen wird. Aber interessant fand ich auch, dass man wieder im Hintergrund jemanden was vorsagen hören hat. Tja, ich weiß es nicht. Warum die das nicht alleine schaffen, die Menschen zu betrügen? Da sitzen tatsächlich oftmals zwei Leute, die an einen Telefonhörer arbeiten. Der eine spricht, der andere sagt alles vor. Also da weiß ich tatsächlich nicht, warum der, der alles vorsagt, nicht einfach selber an der Telefonleitung sitzt, weil der scheint doch dann schlau genug zu sein, um alles zu verstehen. Ich weiß es nicht, ob das so ein Anlernprozess ist, aber ich bin der Meinung, dass ich die Stimme hier von diesem netten Herrn auch schon öfters mal gehört habe. So neu kann der ja tatsächlich dann auch eigentlich gar nicht sein. Weiß man immer nicht genau, weil die hören sich ja alle ziemlich gleich an. Ich weiß es nicht. Es ist schon wirklich beeindruckend. B, Rodelbumsen. Ja, genau. Noch. Dann I. Ein I wie im Teamverkehr. Ja. Dann S. Ein was? S. Eine S wie Party. Oder was? Ein S wie Sommer. Ach so, oder Samenerguss. Weiter? Schade. Dann P. Ein P. Kein T. Dann E. Ach, nochmal ein E wie Erektionsstörung, hatten wir ja schon. Ja, genau. Dann Punkt. LTD. Was? LTD. LTD. Also wie lutschen, dies und den letzten Buchstaben habe ich vergessen. D. Dachschaden. Hammer. Ja, genau. So. Was soll ich darin schreiben? Egal was. Mach mal Huhu. Okay. Hab's gemacht. Hab ich weggesendet? Nee, ich hab noch nicht bekommen. Vielleicht im Spam? Nee. Ach so. Haben wir bekommen. Ja. info@mdzz.de. Ja, ich hab doch alle. Ich hab's alle gekauft. Okay. Aber, und nun, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich... Jetzt schicke ich einen zwei Linken. Schauen Sie mal jetzt. Soll ich aktualisieren? Aber ja, Sie müssen aktualisieren. Ja, ist nix da. Versuchen noch einmal. Haben Sie bekommen? Nö. Erneuern Sie Ihre Seite. Was? Erneuern. Können Sie erneuern? Ja, aktualisieren, meinen Sie? Negativ. Okay, ich versuche noch einmal. Ah, du pustest so ins Telefon, das ist nicht schön auf die Ohren. Wie bitte? Du pustest in dein Sprechgerät. Ja. Ja. Haben Sie bekommen meine E-Mail? Nö. Nicht darf.
Ja, also teilweise kommen die E-Mails von den Betrügern mittlerweile wirklich gar nicht mehr an. Ich weiß es nicht, warum. Sicherlich, weil schon irgendein Mechanismus wieder greifen wird, um das Ganze rauszufiltern, dass die E-Mails wirklich nicht durchgehen, weil die Webseiten und deren E-Mail-Adressen vielleicht schon wegen Spam irgendwo bekannt sind. Ich weiß es nicht genau. Oftmals reicht das aber schon wieder dazu aus, dass die Betrüger keine Lust mehr auf euch haben und dann hier an dieser Stelle schon gerne auflegen, weil sie ganz einfach nicht wirklich wissen, was sie dann dagegen machen sollen, wenn ihre E-Mail nicht ankommt. Tja, anstatt einfach deren Zahlungslink oder vielleicht mal eine Webseite durchzubuchstabieren. Also, mit Buchstabieren haben sie es ja. Dann würde man vielleicht wenigstens deren Webseite mal finden, aber meistens geht es ja bei denen dann wirklich einfach nur noch darum, dass man über E-Mail kommuniziert. Tja, und was haben wir alle vielleicht mal irgendwann irgendwo gelernt? Gerade wenn man zum Beispiel auch auf eBay unterwegs ist und irgendwo was verkauft, kommuniziert nicht über Drittplattformen. Genau das Gleiche gilt auch hier bei solchen Trading-Plattformen. Man sollte nicht über irgendeine neue, andere Webseite oder über einen anderen Weg kommunizieren, wenn man es doch direkt bei denen auf der Webseite tun könnte. Viele moderne, vernünftige Firmen haben auf ihrer Webseite einen Chat eingebaut, dass man sich da auch mit den Mitarbeitern irgendwie unterhalten kann. Oder ein Ticketsystem, was dann wiederum auf E-Mail aufbaut, das ist dann oftmals auch richtig, aber man hat erstmal die Anfrage dazu bei denen auf der Webseite gestellt. Das lassen die hier komplett weg. Hier wird einfach nur irgendwie versucht, über E-Mail irgendwelche Zahlungslinks zu verschicken. Gar nicht mit einer eigenen Webseite, sondern einfach direkt an allem vorbei. Einfach nur einzahlen über E-Mail mit irgendjemandem am Telefon, ohne dass man weiß, wer dahinter steckt und was das für eine Firma ist. Ohne dass man überhaupt ein Bild zu der Firma hat. Ich frage mich wirklich, warum das Ganze immer wieder so einfach funktioniert. Dass da Menschen Geld einzahlen. Obwohl sie die Firma überhaupt nicht kennen und keinerlei Verbindungen zu diesen Firmen haben. Ist windig. Also ich glaube, das sieht ganz schlecht aus. Es ist immer noch nichts da. Ich hab keine Ahnung warum. Ist was kaputt? Vielleicht bei Spam? Der ist leer. Also ich habe ihre E-Mail bekommen. Ho ho. Ja, genau. Ja, genau. Heiße Spam. Okay, ich habe keine Zeit mehr. Schönen Tag. Na gut, dann bis dann, Betrüger. Tschüssi. Ja, und hier hat uns denn dieser nette Herr einfach verlassen an dieser Stelle. Also ich weiß tatsächlich nicht, an welcher Stelle er genau hier jetzt mitbekommen hat, wo das Ganze nichts mehr werden kann. Also man hat es ja schon gehört am Lachen, ich habe es ja auch schon darauf hingewiesen im Verlauf des Videos, dass das jetzt soweit sein könnte, dass er das rausbekommen hat, dass er hier definitiv verarscht wird an der Telefonleitung. Er fand das Ganze aber dem Anschein nach auch wahnsinnig lustig. Tja, nur das mit dem Schnaufen in sein Mikrofon war hier wirklich tatsächlich der absolute Wahnsinn mal wieder. Ich verstehe es einfach nicht. Wer zahlt da sein Geld ein? Ich meine, der hatte jetzt hier Spaß scheinbar an der ganzen Geschichte und es ist auch ziemlich selten, dass man mal einen Betrüger an der Telefonleitung hat, der einen nicht unbedingt beleidigt, wenn er da keinen Erfolg hat. Zu hören war hier definitiv auch wieder, dass er da nicht alleine an seiner Telefonleitung sitzt. Das verstehe ich auch immer wieder nicht. Warum das Ganze überhaupt dann funktioniert, wenn die das nicht mal alleine schaffen? Dabei hat er gar nicht mal so dumm gewirkt hier tatsächlich. Ich meine, weiß ich nicht, kann ich jetzt vom Hören alleine nicht austüfteln, ob der jetzt schlau ist oder nicht. Aber letztendlich haben solche Leute leider zu Masse Erfolg und das tatsächlich nicht wenig. Solche Leute erbeuten Millionen an Geldern, alleine nur in Deutschland. Nicht er alleine. Aber die ganzen Callcenter zusammengerechnet machen Schäden in Milliardenhöhe tatsächlich sogar. Pro Callcenter sicherlich in Millionenhöhe. Hatten wir ja auch schon mal ein Informationsvideo dazu, dass die teilweise Minimum 4 Millionen Euro in der Woche machen, um damit das Ganze überhaupt für die lohnt. Sonst machen die Callcenter dicht und es gibt ein neues Callcenter mit einem neuen Namen. Tja, ich weiß es nicht. Es ist leider so, dass die Menschen darauf hereinfallen. Von daher, teilt sehr gerne die Inhalte mit all euren Menschen, die ihr kennt, damit niemand aus eurem Umfeld auf diesen Blödsinn hier hereinfällt.
Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende auf diese gemeinen Machenschaften hier am Telefon hereinfallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr vom Kanal. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!